1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht. Freie Themennacht heißt, ihr könnt mich anrufen, gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Faxnummer kann ich auch sagen 0800 220 5051. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Melanie und die ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Melanie. Um was geht's bei dir? Warum hast du angerufen? Also bei mir geht's um meinen Freund. Ja. Der ist 21. Aha. Und der hat gestern Abend was zu mir gesagt, das mir ganz schön wehgetan hat. Na was denn? Der hat gestern Abend halt mich gefragt, ob ich was dagegen hätte, wenn wir eine andere Frau noch dazu holen, halt jetzt so sexuell. Oh. Ja, und das hat mir halt nicht so gepasst und das habe ich ihm auch zu verstehen gegeben. Seid ihr denn schon ein alteingesessenes Paar? Also wir sind knapp ein Jahr zusammen, aber sind verlobt. So, also ein Jahr ist ja noch nicht so viel. Ja, aber wir sind schon uns ganz schön vertraut, kann man sagen. Also wir verstehen uns auch ganz super, ja. Und schon verlobt. Mhm. Ein bisschen früh, aber egal. So, jetzt hat er das gestern vorgeschlagen. War für dich bisher überhaupt gar kein Thema? Irgendwie Dreiergeschichten oder Gruppensex und so? Hast du bisher strikt, war gar kein Gedankenthema für dich? Nee, da habe ich ihm gleich klar gemacht, nee, das ist absolut nichts für mich. Ja. Und wie kommt das denn, dass er das vorschlägt? Hast du den Eindruck, dass es ein bisschen langweilig ist bei euch im Bett? Also eigentlich nicht und das habe ich ihn auch gefragt. Ich habe gesagt, ist es denn langweilig für dich? Eigentlich ist ja schon eine Einschränkung, ne? Wenn man eigentlich sagt, dann meint man immer schon, na so ein bisschen doch, oder? Ja, also macht schon den Eindruck, also ich merke das schon so, dass da irgendwie ihm das doch nicht so wirklich passt. Also du hast ihn gefragt, ist es langweilig im Bett? Ja, das habe ich ihm auch gefragt. Ja, was hat er darauf geantwortet? Er hat gesagt, nein, also es ist schon in Ordnung mit dir so und er würde es aber gerne mal mit einer anderen Frau mit mir zusammen auch nochmal ausprobieren. Mhm. Und da habe ich aber ihm gesagt, dass mir das halt nicht so wirklich passt. Ja. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, mein Freund hat mich gestern Abend ganz schön verletzt. Ja, ne? So in der Richtung hast du es gerade formuliert. Warum? Ja. Ich meine, fragen kann man das ja mal, aber warum hat er dich verletzt? Also, als er mich das schon überhaupt gefragt hat, das hat mich schon an für sich so verletzt. Ach so, weil das insofern so zum Ausdruck bringt, du genügst mir nicht mehr. Ja, genau. Sowas, ne? Mhm. So, jetzt hast du gesagt, nee, mein Lieber, ist nicht mein Ding, läuft nicht. Wie hat er darauf reagiert? Ja, er hat halt ein bisschen komisch geguckt, so also enttäuschend, als wenn er sagen wollte, ja, wieso denn nicht? Und da habe ich ihn gefragt, wie kommst du denn eigentlich da drauf? Und da meint er, ja, ich habe das schon im Fernsehen gesehen und auf DVDs. Und ich habe gesagt, ja, auf DVDs gesehen, aber da musst du doch nicht gleich so denken, dass ich da drauf stehe. Ja. Na? Ja. Ja, zumal er natürlich dann halt so komisch geguckt hat. Ich habe ihn auch dann gleich gesagt, dass das so nicht läuft und er war schon enttäuscht. Ja, also er hat dann gesagt, warum nicht? Ne? Ist ja auch eine begründete Nachfrage. Wie hast du das denn dann begründet? Außer, dass du keine Lust drauf hast. Hast du noch was noch ein Argument gebracht? Ja, ich habe ihm auch gesagt, ja, hinterher willst du mich dann nicht mehr, dann willst du vielleicht die andere dann haben, ja, weil sie dir besser gefällt, ja, vielleicht. Und ich habe gesagt, du kannst das nicht einfach so daher sagen. Du musst auch mal nachdenken, bevor du sowas sagst. Mhm. Weil du musst mal bedenken, was ich dann für eine Reaktion habe. Zumal wir uns ja dann auch schon so gut kennen, ne? Ja. Also, ich finde, das ist auch gar nicht diskutabel. Wenn eine Person in einer Beziehung das nicht möchte, so etwas,
dann muss man das akzeptieren. Da gibt es auch nichts zu reden. Ne? Mhm. Das ist nicht dein Ding, das ist nicht dein Geschmack und deine Sehnsucht. Also muss man es hinnehmen. Was heißt hinnehmen? Man muss es respektieren und akzeptieren. Mhm. So, nun bleibt da ja doch irgendwie so ein übler Nachgeschmack, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ne? Also auch so überhaupt, da habe ich also Bedenken vielleicht. Ich habe ja auch so ein bisschen Angst, dass er das dann vielleicht alleine vielleicht ja. so macht. Ne? Ja. Sag erstmal fertig. Hm? Ja, ich habe ihm auch gesagt, ja, ich möchte das nicht, dass du dann das alleine machst oder so. Ich vertraue ihm schon, dass er treu ist und so. Also ich finde, ganz wichtig ist herauszubekommen, ob es bei ihm einfach mal so eine Idee war, nach dem Motto, ich habe es im Fernsehen gesehen, vielleicht bei Wahre Liebe oder weiß ich wo. Mhm. Er hat es auf DVD gesehen. Man könnte es ja mal ausprobieren. Oder ob es wirklich ein ganz ernsthaftes Interesse ist, ob es eine Sehnsucht ist, ob es fast schon eine sexuelle Gier ist nach so etwas. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Wenn es das Erstere ist, dann ist es ja okay. Mhm. Dann kann er sich danach richten, nach deiner Auffassung und deiner Meinung, dann ist es gut. Wenn es aber in die zweite Kategorie fällt, dann wird das, vermute ich, immer wieder bei ihm aufbrechen und das könnte schon zu Komplikationen in eurer Beziehung irgendwann führen. Mhm. Es ist ja auch so, dass vorher da auch viele komische SMS bekommen von anderen Nummern und auch so von irgendeinem Chat her so eine Nummer und... Aha, du hast die Vermutung, dass er schon irgendwie fremd geht? Ja, dass er vielleicht schon gemacht hat. Ich habe ihn darauf angesprochen, habe gesagt, hör mal zu, ich möchte das gern klarstellen. Wenn so ist, dann sag's mir bitte. Ich bin nicht böse, wir können auch gern darüber reden, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Da meinte er, nein, da wäre nichts gewesen, aber dann habe ich dann doch irgendwie so meinen Zweifel, wenn er dann schon sowas fragt. Es kann ja sein, dass er mit dem Feuer gespielt hat, dass wirklich noch nichts passiert ist, dass er aber vielleicht mal in so Chaträumen war und sich so eine Fantasie mit jemandem ausgedacht hat. Ne? Kann ja sein, dass noch real wirklich noch gar nichts passiert ist. Hm. So, was machen wir jetzt? Ihr seid verlobt, ein Jahr zusammen, er ist 21, du bist 19. Ist die Beziehung denn sonst schön? Ist es gut? Ist es innig, zärtlich? Ja, sonst ist eigentlich unsere Beziehung eigentlich in Ordnung. Ja. Ja, da kann ich nicht drüber klagen. Es ist jetzt halt nur komische Vorfälle. Also, ich würde sagen, Melanie, ich finde schon mal den Vorschlag gut, den du gemacht hast. Nämlich, sag mir das. Du hast das ihm ja so vorgeschlagen. Ne? Sag es mir. Wenn da irgendwas ist, sag es mir. Ich würde das an deiner Stelle nochmal wirklich kräftig unterstreichen, dass er wirklich immer ganz offen zu dir kommt und sagt, das und das sind meine Bedürfnisse. Weil das ist die einzige Chance, dass ihr nicht zu sehr ins Wanken kommt. Und hoffen wir mal, dass es einfach nur so eine Gedankenspielerei bei ihm ist und nicht wirklich eine tiefe sexuelle Obsession, die sich da abzeichnet. Können wir noch gar nicht so sehen. Müssen wir ein bisschen abwarten jetzt erstmal. Aber sag ihm ruhig, ganz offen, sag, das ist nicht mein Ding, aber sag mir, was deine Wünsche sind. Dann können wir besser damit miteinander umgehen. Sonst bin ich zu misstrauisch. So musst du es ihm klar machen. Mhm. Ne? Natürlich die Gefahr besteht, ich sag's nochmal, wenn er wirklich richtig scharf drauf ist, dann musst du ihm auch klar machen, dann muss er halt Prioritäten setzen. Hier ist Melanie, hier ist unsere Beziehung. Oder will er seiner sexuellen Sehnsucht danach gehen? Mhm. Also ihr müsst im Prinzip gut im Gespräch bleiben über dieses Thema. Mhm. Und dann mal sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Mhm, ja. Ne? Und dann können wir vielleicht nochmal in einem halben Jahr reden. Ja, okay. Gut, Melanie. Gut, dann bedanke ich mich. Alles Liebe und alles Gute. Tschüss. Gut, tschüss. Das war unsere Melanie. Jetzt ist die Kerstin hier. Die Kerstin ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Kerstin. Oh. Oh, jetzt bist du aufgeregt. Ja, sehr. Ist gar nicht schlimm. Ja, ist gar nicht schlimm. So einfach. Ich sag's so ganz einfach. Gut, was ich geht's versuch's denn? Einfach mal. Genau, sag mal erstmal so das Thema, die Überschrift. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal eine Überschrift. Ich brauche Hilfe. Mhm. Um was geht's? Um welchen Bereich? Beziehungsgeschichten? Ja. Mhm. Bist du in einer Beziehung? Ich bin 36 und bin seit 16 Jahren verheiratet. Ja. Kinder? Ja, zwei. Ja. Wenn ich die Kinder nicht hätte, wäre es auch einfacher. Das heißt, da ist etwas aber sehr nicht in Ordnung zwischen dir und deinem Mann.
schlimmer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sag einfach mal, vor 5 Jahren hatte ich mal ein Verhältnis. Mhm. In diesem Verhältnis war ich sehr, sehr glücklich. Es ist rausgekommen, es gab eine Katastrophe. Gut, ist jetzt nicht die Geschichte. Aber ich will es nur abspeichern. Vor 5 Jahren hattest du ein Verhältnis. Wie lange ging das Verhältnis? Es ging nicht lange, 2 Monate. 2 Monate. Und da warst du aber sehr glücklich, war eine gute Sache. Ja, sehr gute Sache. Aber sie ging daneben und ich habe mir gesagt, okay, habe mir versucht, das Leben zu nehmen. Hat leider, muss ich immer wieder sagen, nicht geklappt. Leider? Ja, das ist mein Problem, was ich heute habe. Ich bin mit meinem Mann noch zusammen. Ja. Ich habe einen guten Mann eigentlich, ja. Feindlich, aber ich bin so unglücklich. Warum bist du so unglücklich? Ich glaube, mein Mann liebt mich nicht. Hm. Woran meinst du das zu merken? Er tut irgendwo alles für mich, aber er berührt mich nicht, er liebt mich nicht, da ist nichts. Also ihr schafft auch nicht mehr miteinander? Nur wenn ich hingehe. Ja. Und wie oft gehst du hin? Wenn ich was getrunken habe. Hm. Wie oft kommt das vor? Mein Mann ist auf Montage, er ist nur am Wochenende da. Ja. Trinken muss ich, das ist mein zweites Problem. Aber ich möchte eigentlich auf ein anderes Problem noch drauf sprechen. Lass mich erst mal kurz fragen. Gehst du denn jedes Wochenende zu ihm? Und nein. Nein, das nicht. Nein. Aber du trinkst. Aus Verzweiflung. Ich trinke jeden Tag. Jeden Tag. Auch jetzt im Moment? Hast du ja. Schon? Aber ich kann gar nicht anders. Aber wir können klar reden noch. Ja. Das geht. Was trinkst du denn? Harte Sachen oder Bier, Wein? Wein. Hm. Flasche Wein am Abend, damit ich schlafen kann. Wie alt sind die Kinder? 14 und 16. 14 und 16. Ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, ich will aber auch noch auf was anderes hinaus. Vor 3 Jahren habe ich einen Mann kennengelernt. Ein Mann nicht. Ein junger Mann. Mhm. Ich möchte nicht ausschweifen, ich möchte nur dazu sagen, ich wohne in einem sehr, sehr kleinen Dorf. Mhm. Sehr, sehr kleinen Dorf. Mhm. Und dieser junge Mann wohnt auch in diesem Dorf. Mhm. Und seit 3 Jahren kenne ich ihn. Wie jung ist denn der junge Mann? 16 Jahre jünger. 16 Jahre jünger? Ja. Das heißt, er ist jetzt 20. Ja. Und du hast ihn kennengelernt, als er 17 war. Ja. Und am Anfang war das alles nur ein Scherz mit Alkohol, aber es wird immer mehr. Es wird aber nur so viel mehr, dass ich ihn sehe, mit ihm Sex habe und dann meldet er sich nicht mehr. Und das läuft seit 3 Jahren? Ja. Und wenn du in so einem kleinen Dorf wohnst, muss das doch längst rund sein, oder? Oder hat das so geheim gehalten? Ich hoffe. Ja, das hättest du schon mitbekommen, glaube ich. Wenn ja. Du bist 36 und er ist 20. Ja. Der kommt nur zu dir? Nee, er kommt nicht zu mir, er ruft an. Er ja. ruft an, er ruft, so wie heute auf einmal. Ja, er ruft an und kommt dann aber zu dir. Nein, nee. Das geht gar nicht. Ihr trefft euch irgendwo? Ja. Wo? Im Wald. Im Wald. Und dann geht es nur um Sex? Denke ich. Ich weiß es nicht. Aber es ist dann immer, es kommt immer zum Sex. Ja. Sogar jetzt in dieser Jahreszeit, wenn ihr euch im Wald trefft, wo es sehr kalt ist. Ja. Aber ich habe eine Bekannte, die hat zu mir mal gesagt, ich lasse andere Leute nicht zu, wenn sie mich wirklich lieb haben. Weil ich immer sage, ich bin ein Nichts. Mhm. Ich bin alt, ich bin dick, ich bin hässlich, ich kann nichts. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Alt bist du nun wirklich nicht, ne? Mit 36. Hässlich wirst du wahrscheinlich auch nicht sein. Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, eine normal aussehende Frau. Wenn nicht sogar noch besser. Aber gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich sehe dich ja nicht, aber alt bist du nicht. Aber da sind ja jetzt ganz viele Sachen. Da ist der Mann, wo die Ehe funktioniert nicht. Du hast den Ich will es aber, das ist ja das Problem. Ich will es aber es funktioniert nicht. Mhm. Was soll ich denn machen, wenn auf einmal einer dasteht und der mir was Nettes sagt? Ich will doch einfach nur, ich sage immer, eine Freundin hat zu mir mal gesagt, tu es, was willst du? Ich sage, was denkst du, was ich will? Liebe, Zuneigung, Erfüllung, mehr will ich nicht. So, Liebe, Zuneigung, Erfüllung. Kriegst du so, von dem bisschen, was du mir gerade erzählt hast, von deinem jungen Freund nicht? Aber ich fühle mich wohl, wenn ich ihn... Du hast dreimal im Jahr sehe, bin ich glücklich.
Ich glaube nicht, dass du glücklich bist. Du wirkst, ja, gut, eigentlich du wirkst wirklich nicht wie jemand, der glücklich ist. Und das ist das Problem, was ich habe. Es klingt jetzt sicherlich blöd, ich weiß, dass es blöd klingt, aber ich habe auch niemanden, mit dem ich reden kann. Deswegen nix klingt erstmal blöd. Versuche ich dich immer anzurufen. Ich habe Angst vor mir selber. Und zwar deswegen, ich habe es einmal gemacht, ich weiß, es ist schiefgegangen, ich weiß, was ich ändern kann. Ich sitze zu oft zu Hause und denke drüber nach, wie ich mein Leben das Ende machen kann. Wie hast du es denn damals versucht? Mit Tabletten. Und man hat dich gefunden und... Ja. Also Kerstin, ich höre jetzt ganz viel. Ich liste das mal einfach mal auf, was ich jetzt gerade gehört habe. Du bist unzufrieden in der Ehe. Du hast ein Alkoholproblem. Na, lass mich einfach nicht mal so auflisten. Du hast ein Alkoholproblem. Du hast da irgendeinen jungen Lover, der gar kein Lover ist, sondern einfach ein Sexpartner. Du hast Angst vor dir selbst, weil du so unglücklich bist und so traurig bist. Was soll ich denn machen? Dass du Angst hast, dir das Leben zu nehmen. Und wenn da die Kinder nicht wären, hättest du es wahrscheinlich schon längst getan. Aber natürlich. Ich bin doch, was soll ich machen? Hast du das Gefühl? Ich will doch den Leuten allen nur alles recht machen. Ich habe so viele Bekannte, die alle zu mir herkommen. Stopp. Da haben wir schon, glaube ich, einen ganz großen Fehler. Ich will doch allen alles nur recht machen. Das ist nicht der richtige Lebensansatz. Hört doch keiner zu. Ich höre dir zum Beispiel jetzt zu. Und ich höre dir deshalb zu, weil du aktiv warst und hier angerufen hast. Und hier aber es wird doch zum Schluss sowieso nichts bringen. Wenn ich mein Leben nicht selber versuche, in den Griff zu kriegen. Aber das ist doch schon ein ganz toller Satz. Wenn ich nicht versuche, mein Leben selbst in den Griff zu kriegen. Ich habe es aber nicht. Das heißt, du kannst es, wenn du es würdest wollen. Wie denn? Sag mir bitte, wie... Wie? Das kann man natürlich nicht so machen, indem man mit dem Finger schnippt. Und aus all diesen Problemen, die jetzt so viele Jahre gewachsen sind, Kerstin... Und die, in denen du so gefangen bist, ich stelle mir auch vor, dass du das Gefühl hast, dass du in einer vollkommenen Gefangenschaft sitzt. Ja. Ne? Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich tue nur das, was andere von mir verlangen. In jeder Beziehung. Ich freue mich, wenn Ralf anruft. Der hat heute zweimal angerufen. Und ich, blöde Kuh, bin nicht rangegangen. Ich könnte mich selber schlagen. Aber ich will es ja nicht, weil ich weiß, es bringt ja eigentlich nichts. Was könnte denn was bringen? Ich weiß es nicht. Was wäre denn dein Wunsch, dein Traum von einem Leben? Nur mal so gesponnen, sag mal so, ohne Wenn und... Erstens möchte ich mal endlich das sagen, was ich wirklich denke und fühle. Und ich möchte endlich mal jemanden finden, der mir zuhört. Ja. Der mir einfach nur zuhört. Ja. Ich habe Freundinnen, die mir zuhören, die machen mir aber nur Vorwürfe. Ich habe alles verloren an Freundinnen, die ich hatte. So, Kerstin. Jemand, der dir zuhört, der dir ganz einfach zuhört... Und dir vielleicht während des Zuhörens auch noch eine Hilfestellung leisten kann. Den können wir ja nur für dich wirklich finden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich aber für dich mit. Ich war schon beim Arzt gewesen, ja, aber weil ich auch körperliche Probleme habe. Aber es ist ja nicht zu finden. Es ist mir auch klar, das sind alles seelische Probleme. Das bringt alles nichts. Kerstin, so darfst du da nicht rangehen. Entschuldigung, wenn ich jetzt lache, das bringt alles nichts. Es bringt nichts. Doch, es bringt was. Wenn du den ersten Schritt machst, und hier hast du schon mal den ersten Schritt gemacht, wenn du den ersten Schritt machst, sage ich dir, dass du eine Chance hast, dass es auch etwas bringt. Und du sollst nicht zu einem Arzt gehen, weil, wie du gerade selbst gesagt hast, das natürlich alles seelische Probleme sind. Du musst zu einem Psychotherapeuten gehen. Der hilft mir auch nicht. Da war ich vor 5 Jahren, die konnten mir auch nicht helfen. Kerstin, du darfst nicht bei jedem Vorschlag sagen, das geht nicht und der hilft mir nicht und das funktioniert auch nicht. Ich habe doch so lange probiert. Pass auf, wenn du vor fünf Jahren mal bei jemandem warst, dann kann man heute sagen, okay, dann war das damals nicht der richtige Weg oder nicht die richtige Person. Mittlerweile sind wieder 5 Jahre vergangen. Und du bist willens, du willst ja schon, sonst würden wir gar nicht miteinander reden. Nee, ich möchte mir nicht die Pulsadern aufschneiden. So, nein, ich will nicht. Du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung gegenüber den Kindern, das brauche ich dir ja gar nicht zu sagen. Ah, die sind groß. Naja. Denkst du, was ist das für ein Gefühl für die Kinder? Die sind, was hast du gerade gesagt, 14 und 16. So groß sind die noch nicht. Nein, ich habe sie ja auch nie. Ich bin ja nur für die Kinder da, aber ich bin doch auch noch ein Mensch. Genau. Warum fragt keiner, was ich will? So, ich frage ja. Ich kapiere ja schon, was du willst, Kerstin. Aber dann musst du auch vielleicht...
noch weitere Schritte von dir aus tun, nämlich eine Bereitschaft zeigen, dorthin zu gehen, wo man dir Hilfe geben kann. Und ich garantiere dir, dass es Stellen gibt und Mittel gibt, die dir helfen können. Ja, und wie soll ich das meinem Mann klarmachen? Das ist das nächste Ding. Das kann man dem Mann auch klar machen. Nee, aber nicht meinem. Doch, auch deinem Mann. Was meinst du, wie viele Ehefrauen das ihren Männern schon klar gemacht haben? So, jetzt möchte ich, dass wir dieses Gespräch hier beenden. Gut, trotzdem danke. Nee. Ich möchte, dass du jetzt gleich weitersprichst. Nämlich mit meiner Psychologin, um gleich Nägel mit Köpfen zu machen. Das bringt doch nichts. Das war jetzt hier nur der Anfang, Kerstin. Ich biete dir dieses Gespräch mit meiner Psychologin an. Du hast die Freiheit zu sagen, das mache ich oder ich mache es nicht. Ja, natürlich. Du machst es. So, und dann kannst du daraus noch Anregungen mitnehmen und dann liegt es in deiner Hand, daraus was zu machen. Und ich garantiere dir, wenn du wirklich willst, schaffst du auch den Weg zu einem Therapeuten. Und das ist der erste große Schritt. Und der zweite große Schritt ist, dich aus der Familie, sprich von deinem Mann zu lösen, aus der Ehe zu lösen. Nein. Das niemals. Möchtest du nicht. Niemals. Möchtest du nicht? Nein, niemals. Da hängt so viel dran. Ich habe Schwiegereltern im Haus, die sind Herz. Das werde ich niemals tun. Gut. Solange ich Schwiegereltern und Kinder habe, werde ich dieses Haus nicht verlassen. Gut, dann ist das ja auch noch kein Thema. Aber das Thema wäre erstmal Hilfe zu suchen. Da bin ich hinten an, das ist unwichtig. Gut. Also, erstmal die Hilfestellung. Gut. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide ruft dich jetzt gleich an. Gut, okay. Danke. Alles Liebe, Kerstin. Ja. Tschüss. Ramona, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ramona. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es eigentlich darum, also ich habe gerade erschüttert der Kerstin zugehört und habe mich an vieles erinnert. Ich habe mit 40 Jahren mein Leben einfach neu in die Hand genommen. Mhm. Ich habe mit 18 geheiratet, ja. Ich war mit 19 zweifache Mutter und hatte einen Mann, der also überhaupt keine Liebe geben konnte. Mhm. Und ich hatte in den letzten 15 Ehejahren auch überhaupt keinen Sex gehabt, mhm. auch keinen Kuss und keine Zärtlichkeit und habe dann mit 40 gesagt, also das kann dein Leben nicht sein und habe es vollkommen umgekrempelt. Ja. Habe eine Zeit lang noch versucht, um meine Ehe zu kämpfen. Habe also versucht, meinen Mann zu verführen und da vielleicht irgendwie wieder einen Weg zu finden. Der hing nur noch rum und hat getrunken. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass man in dem Alter und auch wenn man schon so eine Biografie hinter sich hat, so wie das gerade bei Kerstin auch rausklang, mhm. dass man da sehr viel Kraft braucht, ne? Und sehr ja. viel Elan zu sagen, ich mache jetzt einen Schnitt und fange nochmal ganz neu an oder ganz anders an. Ja, es war auch unheimlich schwierig, weil ich habe auch ein Haus und ich habe meinen Vater, den ich pflege. Mhm. Und dann ist es natürlich auch finanziell unheimlich schwierig, genau. weil in mein dem Mann Alter hat mich ja dann auch vollkommen fallen lassen. Ja, genau. In dem Alter kommen auch immer die Probleme finanziell. Wir haben was zusammen aufgebaut oder mhm. sind, wie Kerstin gerade sagt, die Schwiegereltern, da habe ich Verantwortung. Also es gibt zahlreiche Verstrickungen. Ja. Ne, je älter man wird, vielleicht desto intensiver werden die Verstrickungen auch. Wie hast du es denn geschafft? Ja, eigentlich, also ich habe mich ja schon gar nicht mehr als Frau gefühlt. Ich fühlte mich nicht begehrt. Ich habe auch unheimlich zugenommen. Ich hatte 130 Kilo in unserer Ehe. Und ich bin nur 1,5 Meter groß, also von daher war das natürlich dementsprechend mächtig. Ist schon krass, ja. Ja, und es war einfach, ich war sowas von frustriert und ich habe gesagt, so kann mein Leben nicht weitergehen. Mhm. Ich habe dann angefangen, wieder Spaß am Leben zu finden, mit meinem Freundeskreis neu aufgebaut. Aber da muss man sich auch drum kümmern, ne? Ja, man muss intensiv dran arbeiten. Rieselt nicht vom Himmel. Mhm. Ich bin auch mit meiner Tochter, die dann erwachsen war, schon mal tanzen gegangen. Ja, gibt es nur ein Kind? Nee, ich habe zwei. Ja. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Ja. Also eine sehr gute Beziehung zu meinen ja. Kindern. Und meine Tochter ging viel aus. Da habe ich mich einfach mal dran geklemmt und dann auch andere Frauen getroffen, die alleine sind. Und habe dann auch eine sehr nette Freundin gefunden, die geschieden ist, mhm. mit der ich dann sehr viel unternommen habe. Ja. Habe dann auch einen neuen Mann kennengelernt. Ja. Habe mich also von meinem dann auch sofort getrennt, weil... Aber ich unterbreche nochmal. Das ist so wichtig für Leute vielleicht, die so ähnlich empfinden wie Kerstin gerade. Es geht nur, indem man handelt, ne? Ja, man muss richtig aktiv werden. Man muss aktiv werden. Und ja. wenn es einem auch wahrscheinlich die ersten paar Mal sehr schwer fällt und man vielleicht auch mit Angst rausgeht oder mit schon vorfrustrierenden Gefühlen nach dem Motto, es gibt ja eh nichts, man muss es machen, ne? Und Komplexe. Ich hatte wahnsinnig viele Komplexe, weil ich ja auch so dick gewesen Glaube ich, bin. Ja. Und weil ich mich ja auch überhaupt nicht mehr als Frau fühlte. Ja. So, nun sind 2 Jahre vergangen. Ja, noch nicht mal ganz. Wie viel wiegst du heute? Ja, ich habe 42 Kilo abgenommen. Das ist schon eine tolle Leistung. Ja, und das ohne Diät. Einfach nur ein bisschen weniger essen. Ein bisschen weniger essen ja. und dieser Frustfraß, den man nachts gemacht hat und abends gemacht ja, hat, ja. der ist natürlich dann weggeblieben. So, und du bist weg von deinem Mann? Ja. Hast einen neuen Mann?
Ja, und einem neuen Mann nicht. Leider ist er verheiratet, aber ich bin sehr glücklich mit ihm. Aber es gibt eine Beziehung und es gibt wieder Schmetterlinge im Bauch und so etwas. Und du lebst auch alleine jetzt? Ich lebe ja mit meinem Vater, den ich pflege, und meine Kinder wohnen noch hier im Haus. Ach so. Also so ganz alleine natürlich nicht. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, als du dann gesagt hast, nein, ich kann so weiter nicht leben? Er hat dann, ja, es gab natürlich sehr viel Streit. Mhm. Und die erste Zeit hat er immer gesagt, ja, ich verstehe das schon, hat aber nie was geändert. Mhm. Ganz im Gegenteil, er hing immer mehr rum, hat auch nichts am Haus getan, hat nur noch getrunken. Ich wollte gerade fragen, oder sagen, in der Regel sind die Partner, die dann bremsen, ja aber auch nicht glücklich, ne? Nein. Ja. Nein, und ich habe dann auch zu ihm gesagt, vielleicht trennen wir uns, dann kannst du so leben, wie du leben möchtest. Ja. Er hasste schon unsere Kinder, hatte ich das Gefühl. Wie? Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Kindern. Ja. Und da war er auch eifersüchtig drauf. Aber es waren seine Kinder. Es sind seine Kinder. Mhm. Mhm. Wie lebt er denn heute? Lebt er so, wie er gerne leben möchte, oder ist er versagt? Er versagt immer mehr. Ja, er möchte auch sofort zurück, wenn ich also was sagen würde, er käme sofort zurück. Er liebt mich auch auf seine Art, heute immer noch, da bin ich von überzeugt. Das ist ja schon sehr traurig, ne? Wenn man dann selbst sieht, man hat es geschafft irgendwie, oder was heißt irgendwie, man hat es geschafft, ja, du hast es geschafft, und er ist quasi stehen geblieben und dreht sich im Kreis. Ja, ich würde sagen, er geht sogar rückwärts. Mhm. Habt ihr noch ein freundschaftliches Verhältnis miteinander, oder geht das auch nicht mehr? Ich versuche es und ich versuche auch ihm ein bisschen beizustehen und zu helfen, weil er ist sehr unselbstständig und eigentlich immer unselbstständiger geworden, weil alles, was hier im Haushalt war, habe ich ja dann gemanagt und er war so richtig passiv. Mhm. Gäbe es eine Option, wo du sagst, ich gehe zurück zu ihm? Nein. Auf keinen Fall. Wenn er sich in einer ganz bestimmten Art ändern würde vielleicht? Nein. Das glaube ich nicht. Das Thema ist so viele Möglichkeiten gehabt, sich zu ändern, so viele Jahre. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es für eine Frau ist, wenn die quasi vor dem Mann kniet und weint und sagt, nimm mich mal in den Arm und es kommt nichts. So war es bei euch? Ja. Mhm. Und das würde ich heute nicht mehr erleben wollen. Wie oft hast du das gemacht? Also die letzten 10 Jahre dann nicht mehr. Dann hat man ja irgendwann aufgegeben und sich auf andere Dinge konzentriert. Ach, wie schlimm. Ach, davor sogar noch. Die letzten 10 Jahre nicht, aber davor hast du es gemacht. Du bist ja, da, das heißt, du warst da Ende 20 oder so. Ja, Mitte 20, 25. Da hast du das gemacht. Und dann die ganze Zeit, während du deine ganze 30er-Dekade quasi... Habe ich aufgegeben. Hast du aufgegeben und im völligen Frust gelebt. Ja, ich war irgendwie geschlechtslos, hatte ich das Gefühl gehabt und fühlte mich auch nicht als Frau und konzentrierte mich auf andere Dinge, hatte Haustiere und der Hausbau, wir hatten angebaut und die Kinder, also auf das habe ich mich alles konzentriert. Das ist ja auch verrückt, dass viele Paare, wo das dann nicht mehr funktioniert, da ist dann erstmal die Kompensation Kinder. Die zweite Kompensation ist, wir bauen ein Haus, ne, da ist man abgelenkt. Ja. Und wenn dann alles da ist, dann wird einem wirklich klar, was man nicht hat. Ne? Ja, nämlich die Kinder sind erwachsen und das Haus war fertig und ich habe gesagt, was soll jetzt noch? Also ich wäre noch bei meinem Mann geblieben, wenn er bereit gewesen wäre, mit mir mal was zu unternehmen. Ja. Mal ins Theater zu gehen oder mal, was weiß ich, schön essen zu gehen oder spazieren zu gehen. Wir haben 2 Hunde, mit denen bin ich immer alleine gegangen. Mhm. Und von ihm kam überhaupt nichts. Also kann man dir wirklich gratulieren, dass du es geschafft hast. Ich sage das nochmal, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, wenn man so fest verwurzelt mittlerweile in Verhältnissen angelangt ist im Leben. Ja. Und dann zu sagen, raus, ich versuche es einfach. Ich habe so viel gemacht, ich habe sofort wieder angefangen, in den Beruf einzusteigen. Was machst du beruflich? Altenpflege. Altenpflege. Mhm. Und ich habe jetzt angefangen, meinen Führerschein zu machen, den ich jetzt im Januar mache. Ich gehe jetzt am Montag ins Krankenhaus und lasse mir den Bauch wegoperieren. Also ich bin so glücklich. Damit du noch schlanker wirst. Ja, weil... Wie denn? Die 40 Kilo, die müssen ja irgendwo, die Haut ist ja irgendwo geblieben. Ach so, ich verstehe. Die Bauchschürze. Die überhängende Schürze, ja, die kommt raus. Genau. Weg. Das ist nicht so ganz kompliziert, glaube ich, ne, von der Chirurgie her. Nee, glaube ich nicht. Nee. Mhm. Da habe ich auch keine große Angst vor. Ja. Freue mich sogar drauf. Und wie gesagt, bin mit meinem Partner unheimlich glücklich, liebe den über alles und habe einen so liebevollen, zärtlichen Mann gefunden. Und es gibt diesen Mann. Also. Für jede Frau, denke ich. Ich finde das ganz toll, dass du angerufen hast. Und vor allen Dingen, was war ein schöner Zufall, dass du jetzt auch genau nach der Kerstin gerade rankamst, weil es ist ein Beweis dafür, dass es funktioniert. Man muss es nur initiieren. Und man muss es wollen und man muss es tun. Genau. Wobei es keine Garantie gibt, dass es funktioniert. Nein, ich meine, kann man nicht sagen. Manche, die warten ewig drauf. Ja, aber wobei ich schon letztendlich finde,
ich glaube, in der Regel geht es den Menschen, die diesen Schritt wagen, irgendwann doch besser als vorher. Auf jeden Fall. Also auch wenn mein Freund mich wieder verlassen würde, gibt es für mich keinen Grund, da irgendeinen Schritt zurückzugehen. Ja. Ich hatte eine wunderschöne Zeit mit ihm und hoffe, ich habe sie noch lange. Ja. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Romina. Ja, ich mich auch. Wünsche weiterhin alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Das ist übrigens die Möglichkeit, mittels der ihr sehr schnell hier reinkommt oder zu uns dringt, um vielleicht dann auch mit mir sprechen zu können. Morgen sind wir übrigens nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören bei 1 Live. Marion, 58 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo, guten Morgen, Marion. Guten Morgen. Also ich muss davor sagen, ich habe 95 einen Lebensgefährten verloren, der auch an Diabetes mellitus gelitten hat, wie mein Mann jetzt. Mhm. Ich war zwar nicht mit ihm verheiratet, aber dann habe ich mich 2 Jahre so fast im Kreis gedreht, bis ich das überwunden habe. Und wir kannten uns schon vorher vom Sehen. Und du und dein jetziger Partner. Und mein jetziger Mann, ja. Ja. Und ich wusste also, dass er Diabetes hatte. Nur bei Diabetes ist es ja immer, das ist eine Krankheit, da weiß man nie, was morgen kommt. Mhm. Und also er hat sich sein Leben, wir sind jetzt 2 Jahre verheiratet, sein Leben mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Mhm. In diesen 2 Jahren ist so viel passiert, er hat seit Mai diesen Jahres bis September diesen Jahres 5 Schlaganfälle gehabt. Wie viel? 5. 5 Schlaganfälle. 5 Schlaganfälle. Wie alt ist er? 58. Auch 58. Mhm. Ja. 5 Schlaganfälle. Wie geht es ihm denn zur Zeit heute? Beschissen. Mhm. Was heißt das? Ja, also er selber möchte gerne sterben. Also er liegt, er ist bettlägerig? Er kann nicht sprechen mehr? Nein, bettlägerig ist er noch nicht, aber ich muss dazu sagen, es ist auch noch eine Augenoperation gewesen, wo er sich sehr viel Hoffnung gemacht hat. Und nach der Augenoperation hat er einen Schlaganfall gekriegt und ist blind. Mhm. Also es ist alles Mögliche. Also du sagst, die Situation ist so ernst, dass er von sich und über sich sagt, er möchte sterben. Ja. Gibt es denn noch Hoffnung, dass sich etwas verbessern könnte? Nein. Definitiv nicht. Nein. Da sagen die Ärzte dir auch ganz klar, es kann nicht mehr bergauf gehen. Nein, nichts mehr. Also es ist Endpflege praktisch. Also er wird über kurz oder lang wird er auf jeden Fall sterben. Hm. Also die Zeit ist ja gut. Es kann auch ein Jahr dauern, es kann morgen sein. Das hast du 1995 so etwas schon mal mitgemacht? Ja. Und jetzt wieder? Ja. Wie gehst du damit um? Also 95, das war schlimm. Und ich habe immer gesagt, also wenn ihm jetzt was passiert, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Jetzt dazu kommt, er hat auch noch Parkinson's Syndrom. Dein jetziger Partner. Ja. Mhm. Und er hat schon zigmal gesagt, sagt er, stell das Insulin dahin, ich spritze mich. Ach so. Ja. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Wunsch, den ein Angehöriger äußern kann. Wie stehst du dazu? Ich bin eigentlich dafür, aber ich habe heute mit meinem Hausarzt gesprochen oder mit unserem Hausarzt, und der jetzt alle Tabletten abgesetzt hat, die zur Blutverdünnung sind. Und wir hatten das im September, hat er den letzten Schlaganfall gekriegt, da sollte eine Blasenspiegelung sein und da kann er keine Medikamente nehmen, die zur Blutverdünnung sind. Mhm. Und da hat er sofort einen Schlaganfall gekriegt. Mhm. Und jetzt... Wir unterhalten uns eigentlich jetzt im Moment über das Thema Sterbehilfe. Ne? Ja. Mhm. Und das heißt ja, wenn diese Tabletten jetzt abgesetzt sind, kann es ja bewirken, dass man ihm hilft, früher zu sterben. Ja, wie er es möchte. Wie er es möchte, das muss man dazu sagen, ja, wie er es möchte. Ja. Hm. Aber irgendwie... Ist es denn für dich, bist du mit dir auch im Reinen, dass nein. du... Nein. Also ich komme mir
irgendwo vor wie ein Mörder. Also ich komme selber aus der Pflege und ich habe so viel gesehen und auch diese Patienten miterlebt, mhm, wie er. Aber es ist doch immer noch ganz was anderes, wenn es einen dann selbst betrifft, ja, ja, in der Familie. Ja, ja. Wann genau habt ihr die Tabletten abgesetzt? Die werden ab gestern sind die abgesetzt worden. Ab gestern, worden. Mhm. Wie lange dauert das denn in der Regel? Du bist ja auch medizinisch kundig. Das kann man nicht sagen. Also das letzte Mal hat es 8 Tage gedauert. Das ist natürlich wirklich eine höchst erdrückende Situation für dich, auch quasi jetzt da zu sitzen. Ja, ich gucke ihm ins Gesicht, ja, und lache ihn an und im Grunde weiß ich, du wirst morgen so ungefähr über die Klinge springen, so ungefähr. Nicht? Ist ihm das auch alles so klar? Er? Ist ihm das alles auch so klar? Er weiß das nicht. Ach, er weiß das gar nicht. Er weiß das gar nicht. Nein, er weiß es nicht. Obwohl er von sich aus den Wunsch geäußert hat, stellt mir das Insulin so hin, ich will mir eine Überdosis spritzen. Ja, aber viele Leute sagen, ich möchte sterben. Aber bevor sie zu den wenn sie älter werden, mhm, und sagen, also wenn ich so krank bin, dann nehme ich mir vorher das Leben. Mhm. Diesen Zeitpunkt, den verpasst man. Ja. Meistens. Jetzt erklär mir das nochmal. Das habe ich dann doch nicht richtig verstanden. Ist diese Entscheidung, die der Hausarzt gefällt hat, nicht mehr diese blutverdünnenden Medikamente zu geben, habt ihr die quasi gemeinschaftlich getroffen, du, ja, und der Hausarzt? Ja. Und ihr habt sie deshalb getroffen, weil ihr ihm helfen wollt? Ja. Und weil du weißt, dass es eigentlich sein Wunsch ist? Ja, und weil er sich quält. Und weil er sich quält. So habe ich es dann jetzt richtig verstanden. Ja. Mhm. Und er könnte es jetzt, weil das schon so fortgeschritten ist, eigentlich selbst gar nicht mehr entscheiden, meinst du? Wenn man ihn jetzt darauf ansprechen würde. Wenn ich ihn fragen würde, ob ich ihm mehr Insulin spritzen sollte, würde er sofort sagen, ja. Würde er auch jetzt, in dem jetzigen Zustand, auch noch sagen, ja. Ja, sofort. Mhm. Was ich aber nicht könnte, also das... Mhm. Warum hast du es ihm da nicht gesagt, dass ihr das entschieden habt, du und der Hausarzt? Ich komme mir jetzt schon vor wie ein Schwein. Irgendwie wie ein Mörder, so... Ich gucke ihm ins Gesicht und obwohl er es möchte, ne? Und ja, aber trotzdem. Ich weiß, er will es. Und warum hast du es ihm nicht gesagt? Aus Scham? Eigentlich würdest du, wenn er so klar denkt noch und das sein Wunsch ist, würdest du ihm... Aber jeder möchte leben. Ja, ja, natürlich. Jeder hängt an seinem Leben. Wenn er auch sagt, ich möchte sterben, aber trotzdem hängt an seinem Leben. Aber versuch mir noch zu erklären, Marion, warum du ihm das nicht sagst. Ich will es nur verstehen. Ich sage das nicht als Vorwurf. Ich will es einfach nur verstehen, was da in dir passiert. Ich möchte ihm nicht wehtun. Obwohl du ihm eigentlich vielleicht damit Gutes tun würdest, weil er dann davon ausgehen könnte, mein Leid ist jetzt sehr begrenzt. Tja. Ich finde, dass dieses Thema eine der schwierigsten und kompliziertesten Themen überhaupt ist, das Thema Sterbehilfe. Ja, ja, ich weiß. Aber ich finde auch, also ich muss sagen, dass ich da Respekt vor habe, wenn Menschen sich dazu entscheiden und ich darüber nicht schlecht urteile, wenn es genau alles bedacht ist und wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich mit tiefer Seriosität getan wird. Mhm. Ich habe den Eindruck bei dir und offensichtlich der Arzt, euer Arzt, kennt den Patienten ja auch wahrscheinlich im Detail. Und die Krankengeschichte. Ja. Er wird das ja auch nicht leichtfertig machen. Nein. Das heißt, da ist keine Leichtfertigkeit im Spiel. Es ist einfach, vielleicht ist es ein ganz tiefer, humaner Akt, den ihr da gerade vollzieht. Mhm. Obwohl du so ein schlechtes Gefühl dabei hast. Was ja auch jeder verstehen kann. Es ist dein Partner, es ist den Menschen, den du liebst. Du bewirkst damit, dass er vielleicht oder mit Sicherheit etwas früher sterben wird. Aber nur etwas früher. Ja, ja, das sagt er auch. Wir haben zum Beispiel auch den Pflegedienst und eine vom Pflegedienst, die hat gesagt, sie hat nur gesagt, man kann sich ja auch vertun und ein bisschen mehr Insulin spritzen. Das kann man nicht feststellen. Mhm. Und da sagte nur mein Hausarzt oder unser Hausarzt, sagt er, ich würde es nicht machen aus dem einen Grunde, weil du selber schon gar nicht damit fertig würdest. Mhm. Mhm.
sie gar nicht damit fertig würden. Ne? Das wäre ja auch ein sehr, aktiver Vorgang. Das könnte ich auch nicht. Dieses, was jetzt passiert ist, ist ja was Passives. Ihr setzt einfach ein Medikament ab. Ich finde das ethisch vertretbar in sehr vielen Fällen. Und in dem Fall, den du jetzt gerade geschildert hast, finde ich es auch ethisch vertretbar. Weil es, ich sage es jetzt mit einem religiösen Vokabular, obwohl ich nicht religiös bin. Ich finde auch, dass es in sehr vielen Fällen und wahrscheinlich auch in eurem Fall ein Akt tiefer Nächstenliebe ist, so etwas zu tun. Weil man dem geliebten Menschen dadurch hilft und das Leiden vermindert und das Leiden verkürzt. Nur ich denke, wenn es wirklich dann passieren sollte, wie kann man dann weinen? Man hat es ja selber hervorgerufen. Ich weiß, das ist Schwachsinn. Ob er nun heute stirbt oder ob er im halben Jahr stirbt, er quält sich ein halbes Jahr länger. Mhm. Nicht? Natürlich kann man dann weinen. Das ist aber dann irgendwie... Und man muss ja immer, ich glaube, dass bei all diesen Entscheidungen immer so wichtig ist, dass man auseinanderhält, was bin ich, was sind meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse des anderen. Und wo muss ich vielleicht auch gegen mein Gefühl loslassen können, obwohl ich ihn vielleicht auch noch gerne bei mir hätte. Und wenn er auch sehr krank ist, auch noch gerne bei mir hätte. Ja, dieses Loslassen, das ist sehr schwierig. Ja, ich glaube, dass das ein großes Problem ist für viele betreuende Menschen, pflegende Menschen, dass man vielleicht lieber einen Schwerkranken hat, natürlich, als denn einen, dass man sieht, dass der Mensch dann tot ist oder gestorben ist. Ich würde dich wirklich, und ich sage es nicht leichtfertig, Marion, ich wirklich nicht, glaub es mir, ich würde dich von jeglicher Schuld freisprechen, soweit ich das beurteilen kann, aufgrund dieses Gespräches. Mhm. Nein, da kann man nicht von Schuld sprechen. Es ist sein großer Wille gewesen. Der Arzt stimmt dem auch zu. Und ihr beide habt es gemeinsam getan, dass du dem schon zugestimmt hast, sagt schon so viel aus, wie dringlich auch du es empfindest. Ja. Vielleicht auch, wie sehr du seinen Willen respektierst, den er dir immer wieder früher gesagt hat. Naja, auch jetzt noch. Also Das haben ja auch andere mitgekriegt, nicht? Ja, also er sagt es ja nicht, wenn ich mit ihm alleine bin. Er sagt es ja jeden Tag zigmal. Mhm. Dennoch ist mir völlig klar, und dass da ein schweres Gewissen auf dir lastet. Das ist mir völlig klar. Das ist auch ganz, ganz natürlich. Ich weiß nicht, wie ich später damit umgehe. Ich glaube, dass es später einfacher ist, damit umzugehen, als in der jetzt aktuellen Situation. Ich glaube, irgendwann wirst du zu dem Punkt kommen und sagen, gut, dass wir es damals gemacht haben. Meinst du? Ja, ich bin sicher. Ich bin insofern sicher, ich kenne einen Fall aus der Familie, wo das genauso gemacht worden ist. Und jetzt sind 5 Jahre vergangen und die nächsten Angehörigen sagen, wie gut, dass wir es getan haben. Wir haben dem Onkel so viel erspart. Ja, komischerweise, bei dem Lebensgefährten, mit dem ich zusammengelebt habe, da habe ich damals ein Schreiben aufgesetzt, dass man ihn in Würde sterben lassen soll. Mhm. Und da habe ich darum gekämpft, dass man ihn in Würde sterben lässt. Und das hat mir der Arzt heute auch gesagt, sagt er, da haben sie damals so ein Theater gemacht, dass er in Würde stirbt und hier lassen sie ihn dahin vegetieren. Mhm. Marion, ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch einige Worte sprichst. Ja. Weil du wirst verstehen, dass unsere Zeit begrenzt ist natürlich. Ich weiß, ja. Live-Sendung. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich dir das umfassend gesagt habe, was ich dazu denke und wie ich es einschätze. Mhm. Da würde ich dich bitten, dass du auflegst und du wirst dann von der Heide, das ist meine Psychologin, zurückrufen. Ja. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Frohes Fest. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Nadine und Nadine ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nadine. Ja, ich bin ein bisschen geschockt über die Dame vorher. Die tut mir wirklich sehr leid. Also denke ich langsam, ich habe gar keine Probleme. Aber wir machen jetzt mal einen Strich und drunter unter das Gespräch. Und jetzt kommt ein neues Gespräch und eine neue Problematik, die man genauso ernst nehmen muss. Also um was geht's, Nadine? Meine Schwiegereltern, also noch nicht ganz Schwiegereltern, aber ich denke mal, da wird wohl nicht was viel passieren, also doch meine Schwiegereltern werden. Ja. Und das waren auch meine ehemaligen Chefs und sind noch meine Vermieter.
Moment, das sind die ehemaligen Chefs und die Vermieter und deine Schwiegereltern wahrscheinlich bald. Ja. Das heißt, du bist mit dem Sohn zusammen, ne? Logisch so. Kombiniert. Mhm. Genau. Mhm. Also alles in einem und alles Katastrophe. Warum? Ja, weil sie mich total hassen. Also so befürchte ich das mittlerweile. Sie haben mich also aus ihrem Leben total gestrichen und agieren auch sehr stark gegen mich, auch vor ehemaligen Gästen. Und ist alles sehr belastend momentan für mich. Geht es um Gastronomie? Ja. Ja. Mhm. Ich habe mein Restaurant, dort war ich angestellt, auch bevor ich mit dem Sohn zusammengekommen bin. Ja. Da war eigentlich einigermaßen noch alles in Ordnung. Und sie hat sich auch für den Sohn super gefreut und gesagt, ha, seid ihr jetzt zusammen oder nicht? Und als wir dann zusammengekommen sind, hat das einen Monat gedauert, dass ich das erste Mal aus dem Restaurant abgehauen bin. Mhm. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich kann mit dir nicht arbeiten. Das ist ja Psychoterror, was man hier erlebt. Wie lange bist du mit dem Sohn zusammen? Jetzt? Ein Jahr und ein paar Tage. Ja. Ein Jahr und 4 Tage, genau richtig. Ja. Du arbeitest jetzt nicht mehr in dem Restaurant? Nein. Du wohnst da auch nicht mehr? Doch. Doch, du wohnst da noch? Ich wohne genau hinter dem Restaurant mit dem Sohn. Ah ja. Und das heißt, das gehört zu dem Eigentum seiner Eltern? Genau. Mhm. Was sind denn, sag mal, so ein paar Beispiele, wo die Schwiegereltern euch oder dir sehr reinfunken? Zum Beispiel, der Sohn ist nach Italien gegangen, um seine Kochkenntnisse zu nochmal in Italienisch aufzufrischen, weil er ist Koch. Ja. Und ich war alleine hier. Und es fing schon ziemlich schlimm an, als mein Freund noch hier war. Als er dann aber in Italien war, ist das so schlimm agiert, dass ich nachher einen Nervenzusammenbruch hier in meiner Wohnung hatte. Was war so schlimm? Was haben die gemacht? Also er macht eigentlich gar nichts. Sie ist der schlimme Pol. Also sie beschimpft mich als Nutte, weil ich geschminkt rausgehe, weil ich mich nicht so modisch kleide, wie sie es gerne hätte. Moment, die sagt Nutte zu dir, weil du dich schminkst. Genau. Was war mit der modischen Kleidung? Ja, wenn ich aus mit Freunden rausgehe, mein Gott, dann sieht man sich auch mal ein bisschen sexy an, wenn das Freund in Italien ist. Achso, du bist zu sexy angezogen. Die, ja. Die sagt wirklich dir ins Gesicht, du Nutte? Ja. Was noch? Sag noch ein paar Beispiele. Ich würde mich auf ihren Kosten aushalten, ich würde von ihrem Geld leben, wäre ein Schmarotzer und so weiter. Also du wirst richtig beschimpft, regelrecht beschimpft. Ja. Beleidigt. Ich bin ja auch nicht gut genug für ihren Sohn und ich manipuliere ihren Sohn und ich will ihr den wegnehmen und hat sie dieses in Anwesenheit deines Freundes auch schon mal zu dir gesagt? Nein. Glaubt denn dein Freund dir, dass seine Mutter so etwas sagt? Ja. Das schon. Wie verhält er sich denn? Welche Stellung bezieht er? Das Schlimme ist, ich möchte eigentlich gar nicht, dass er eine Stellung bezieht, weil für ihn ist es am allerschwersten. Ich kann mich aus der Familie zurückziehen, aber er kann es nicht. Ich fühle mich ihm gegenüber schuldig, aber auch der Familie gegenüber, weil ich Moment, nicht schuldig der Familie gegenüber, sondern eigentlich ihm gegenüber. Warum? Ja, weil, klar, er ist der Einzige, den ich hatte. Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen gewohnt, eigentlich vom ersten Tag an. Ja. Ne? Als wir zusammengekommen sind, haben wir schon zusammen gewohnt. Ja, ja. Und sie war ja am Anfang erst meine Vermieterin. Dann hat sie mich gefragt, ob ich da arbeiten will, da wurde sie meine Chefin. Und dann habe ich mich in den Sohn verliebt. Ja, nee, jetzt keine langen Ausschweifungen. Nein. Ich will wissen, warum es dir gar nicht so wichtig ist, welche Stellung er bezieht. Weil er jetzt so viel Stellung bezogen hat, dass er auch die Arschkarte gezogen hat. Was heißt das? Ja, wir ziehen jetzt aus, weil es nicht mehr machbar in einem Haus ist. Die Familie sagt, er wäre böse zu ihnen, also würde sie im Stich lassen mit dem Restaurant, obwohl er definitiv gesagt hat, er arbeitet nicht das mehr heißt, da. Das heißt also im Klartext, er hat sich auf deine Seite geschlagen ja. und hat gesagt, ich stehe zu Nadine und hat seine Mutter quasi, hat sie in ihre Grenzen gewiesen. Ganz genau. Und deshalb fühlst du dich schuldig? Irgendwo schon, weil... Warum? Weil ich merke, wie er auch darunter leidet, weil er liebt seine Familie sehr. Ja gut, aber findest du nicht, dass du im Recht bist, dass ihr im Recht seid? Das schon, aber es hängt so viel dahinter. Es ist ja nicht nur einfach... Nein, ich kann mir schenken, da sind auch wieder materielle Dinge im Spiel. Da ist das Restaurant und er sollte wahrscheinlich der Nachfolger werden und... Ne, oder? Ja, das wird das, denke ich mal, so oder so. Ja. Nur halt... Aber ich wundere mich gerade, Nadine, dass du nicht verdammt stolz bist auf deinen Freund. Ich bin verdammt stolz auf ihn. Ja, das finde ich aber wirklich ganz toll. Das heißt, das ist wirklich ein Liebesbeweis, dass er sagt, ich halte zu meiner Frau, zu meiner Freundin. Und du, Mutter, hast meine Freundin nicht als Nutte zu beschimpfen. Ja. Das Recht hast du einfach nicht. Und wenn sie dir nicht passt, dann halt den Mund. Ich entscheide, mit wem ich zusammen bin. Das finde ich aber sehr toll, dass dein Freund das macht.
finde ich auch toll. Also die Ex-Freundin hat es auch schon vergrault bekommen. Und das war natürlich auch meine größte Angst, dass er mich jetzt auch noch vergrault. Ziemlich vergrault. Mhm. Aber sie hat mich ja eigentlich schon fast vergrault gehabt. Wir hatten uns kurzfristig getrennt, wo er in Italien war. Ja. Und ich hier in Deutschland, weil ich bin ihm nachgegangen. Ich war einen Monat mit ihm dort. Bin aber dann dort auch sehr zusammengebrochen und total Depressionen gehabt. Ich habe aufgehört zu essen und es ging mir ganz, ganz schlecht. Und weil es halt auch ihr Haus ist, alles von ihr war. Und es ging nicht und ich bin zurückgeflogen. Und dann bin ich dann rausgegangen, da haben die Gäste mich angesprochen und gesagt, ja, tut mir leid, dass du nicht mehr mit deinem Freund zusammen bist. Und ich so wie, ja, weil Maria halt so viele Dinge, die Frau halt so viele Dinge erzählt hat. Und auch bei anderen Leuten hat sie das gemacht. Ja, bei Gästen. Also, es ist doch wunderbar, dass sich das jetzt so ergeben hat. Dass du dann doch wieder mit deinem Freund zusammen bist. Und ich finde auch die Entscheidung, jetzt dieses Haus da zu verlassen, finde ich gut, dass ihr die Wohnung da verlasst. Aber er verliert seine Familie zum Teil dadurch auch. Ja, aber das ist dann halt so. Da ist die Familie ja schuld und nicht er oder du. Ja, ich weiß das, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Weil ich, was heißt schuldig? Ich möchte wissen, was ich denen getan habe oder was der, ja, es was ist ein, der Auslöser dafür ist. Ja, es passiert einfach ein Unrecht. Ja, genau, es passieren manchmal hochschäbige Sachen. Weiß der Teufel, warum die Mutter dich nicht mag. Und für mich wäre schon ganz ausschlaggebend die Tatsache, dass mein Freund, mein Mann zu mir steht. So, wird er denn dann weiter da arbeiten? Nein, das auch nicht. Er hat aufgehört zu arbeiten. Das bin ja auch alles ich schuld, weil ich ihn ja manipuliert habe. Aber Nadine, dann sei doch froh, dass erstmal dieses grauen Kapitel erstmal hinter euch liegt. Und dann gib euch beiden doch jetzt wirklich auch eine Chance für einen Neuanfang und versucht doch auch erstmal so etwas Beruhigung reinzubringen in das Ganze. Das tue ich auch. Und macht dir das doch das Neue jetzt nicht wieder kaputt mit den Schuldvorwürfen. Oder ich mache das Neue nicht kaputt. Das hört sich vielleicht so an, aber alles, was ist, wird abgeschnitten von der Familie. Die blockt total ab in Bezug auf meinen Freund. Und das ist sehr schade, weil die haben 32 Jahre lang jeden Tag miteinander verbracht und zusammengearbeitet und zusammengelebt. Und jetzt komme ich in ihr Leben und bin jetzt ein Jahr da und nehme dir den Sohn weg. Klar, dass die jetzt auch natürlich so auf mich reagieren. So, aber wenn du jetzt, du scheinst ja wirklich viele Schuldgefühle zu haben. Gibt es da irgendwas Begründetes? Machst du dir doch Vorwürfe? Ich hätte mich da anders verhalten sollen, ich war da vielleicht zu frech oder gibt es irgendwas, wo du doch selbstkritisch sagst, ja, so ein bisschen Schuld trage ich daran auch? Nein. Definitiv nicht? Nein. Du sagst ein ganz klares Nein? Ein ganz klares Nein. Mich verletzt es nur, weil ich selber keine Familie habe und habe auch irgendwo gedacht, ich habe durch ihn und durch deine Familie, weil die mich so herzlich aufgenommen hat, auch eine Familie. Mhm. Ich habe gekämpft. Seine Mutter ist öfter krank, sie hat kaputte Wirbelsäule und ich habe ihr geholfen und unterstützt und habe immer versucht, denen zu helfen. Ja. Und im Endeffekt haben sie mich nur verarscht. Mhm. Auch noch, wo ich da gearbeitet habe. Also du würdest, und all solchen Dingen. Du würdest jetzt, haben mich nur verarscht. Du würdest jetzt auch gar keine Möglichkeit mehr sehen, dass man da nochmal das Gespräch sucht. Ich suche das jeden Tag. Jeden Tag am Restaurant vorbei und ich suche es jeden Tag und die blocken jedes Mal ab. Ist denn dein Freund, ich habe es jetzt gerade nicht richtig einordnen können, ist der aus Italien, ist wieder zurück, ne? Er ist zurückgekommen, ja. Ja, zurück, aber nicht wegen mir, sondern weil halt Weihnachtsgeschäft in Italien überhaupt nicht ist. Da machen die Hotels und Restaurants zu und nur in Deutschland boomt es. Und darum ist er zurückgekommen. Du fühlst dich, trotz allem, was sich jetzt entwickelt hat, obwohl dein Freund sich für dich entschieden hat, fühlst du dich unwohl? Ja. Weil ich auch Angst habe, wenn es kaputt gehen sollte, dass er mir Vorwürfe macht. Er sagt zwar immer wieder, er macht das nicht, aber ich habe Angst, dass ich nachher der ganze Boomer bin. Gibt es da Anzeichen, dass da vielleicht doch kleinste Nuancen bei ihm sich aufgestaut haben schon, die du so wahrgenommen hast, die das vielleicht irgendwann mal auslösen könnten, was du da befürchtest? Kann ich jetzt nicht sagen, nein. Aber ich würde es ernst nehmen, oder ich nehme es ja ernst, was du sagst, dass du diese Sorge hast. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn ihr beide, wo ihr jetzt schon so viel durchgestanden habt und so viel gemeinsam jetzt durchzieht auch im Moment, um euch zu schützen und um euch zu stabilisieren, und da wird dein Freund sicher ein offenes Ohr für haben, wenn er jetzt schon so reagiert hat, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das hatte ich auch keine andere Wahl, weil er gemerkt hat, dass es ihm nicht gut geht. Ja, dass ihr beide zusammen zu einer Paarberatung gehen würdet, das würde ich euch vorschlagen, damit solche Sachen schon im Vorhinein ausgeräumt werden. Damit ihr euch nicht beschädigt, dass da auf keinen Fall irgendetwas angestaut ist oder irgendwas hochkocht, was euch hinterher kaputt machen könnte. Das ist quasi wie so eine Absicherung, wie eine Versicherung abschließen, indem ihr dahin geht. Ich habe noch eine Minute, weil mein Freund hat gerade zu mir gesagt, dass ich eine ganz wichtige Sache von ihm sagen soll.
Ja. Und zwar, er war 6 Jahre Alkoholiker. Mhm. Und die Mutter von ihm hat ihm jeden Abend noch immer gesagt, hey, ihr willst nicht noch ein Stück Wein trinken? Mhm. Und dann bin ich halt gekommen und habe gesagt, da mein Vater selber Alkoholiker war, mhm, und auch sehr handgreiflich geworden ist, habe ich zu ihm gesagt, dass ich mit einem Alkoholiker nicht zusammen sein will. Mhm. Und habe innerhalb von 2 Monaten geschafft, dass er nicht mehr trinkt. Toll. Und dann, als ich der Maria das erzählt habe, hatte sie natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als dann 3-4 Tage später zu sagen, hey, Maro, möchtest du einen Schluck Wein? Mhm. Ja, klingt alles schlimm. Weil ich ihm die Unabhängigkeit gegeben habe von dem, mhm, Alkohol und das ihn noch mehr von ihr distanziert hat. Bestätigt mich noch mehr in die Richtung, die ich gerade gesagt habe. Mhm. So, jetzt würde ich gerne dir noch eine Adresse geben von, ja, einer Beratungsstelle, von einer Paarberatungsstelle. Ja. Und ich würde euch wirklich dringend empfehlen, da einen Termin zu machen und mal einmal, zweimal hinzugehen, einfach um zur Vorsicht, aus Sicherheitsgründen. Du legst auf, Therapie muss ich auf jeden Fall machen, auch für mich selber, weil ich bin mich total daneben. Ja. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Oh ja, danke schön. Okay. Ich danke dir für dein offenes Ohr und wünsche ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön, Nadine, dir auch. Tschüss. Ciao. Dominik, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Dominik. Nabend, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ja, ich weiß. Ich hatte vor 3/4 Jahr schon angerufen, und zwar war ich der Babyfetischist. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich habe mit sehr vielen Babyfetischisten schon gesprochen. Sag mal so ein paar Beispiele noch aus deinem Leben. Ja, ich war doch solo und ich wollte mich doch melden, wenn ich wieder eine Freundin habe. Mm. Jetzt habe ich seit 7 Monaten eine. Ich weiß, das Problem ist natürlich bei Leuten, die Babyfetischisten sind, also die sich gerne als Babys geben und das in eine sexuelle Leidenschaft kleiden, dass die in der Regel alleine sind, ne? Und dass die selten Partner oder Partnerinnen finden. Eigentlich schon mal, du hast ja eigentlich nicht so den Kontakt. Wie lange warst du damals schon alleine gewesen vorher? 5 Jahre. 5 Jahre. Dann haben wir miteinander geredet. Ja, ja. Und jetzt hast du eine Freundin. Eine alte Bekanntschaft von früher noch. Das heißt, du bist mit ihr richtig zusammen oder ist es? Ja, klar. Oder, also ihr seid ein Paar? Nein, wir sind ein Paar. Und sie teilt auch deine Leidenschaft? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht, nein, sie ist nicht dafür. Aber das ist im Gegenteil. Aber das war doch genau das Thema, dass es so schwierig ist, da Frauen dann zu finden, die genau auch so gestrickt sind. Ja, ja. Aber du hast jetzt eine, die nicht so gestrickt ist. Ja, Pech gehabt. Aber es geht trotzdem. Ja, ich liebe sie. Und sie liebt mich. So, das ist das ist sehr schön. Aber das verstehe ich da nicht ganz. Du, wenn ich das Gespräch in richtiger Erinnerung habe, war das schon deine große sexuelle Leidenschaft, dich als in die Babyrolle zurückzuversetzen? Ja, eigentlich schon, aber... Und zwar eine solche große Leidenschaft, dass ich davon ausgegangen war, dass du dich gar nicht anders mehr orientieren kannst. Aber es ist offensichtlich dann doch so. Das geht noch. Ja, dann ist alles wunderbar. Eine alte Affäre von früher. Und das andere ist jetzt völlig vergessen, oder wie? Nö, nicht wirklich, aber sie will mich davon wegbringen. Ja, du praktizierst das gar nicht mehr, oder wie? Weniger. Ja. Ja, ich bin ganz erstaunt. Das hört man selten und es ist auch ein Beispiel dafür, dass sich dann doch noch wieder selbst solche eingefahrenen Dinge nochmal verändern können. Also Dominik, Babyfetischist, Babyrollenfetischist, so muss man sagen. Genau. Ist in guten Händen jetzt, hat eine Freundin, genau. Und genau. Es entwickelt sich alles eher in normale Bahnen. Ne? Richtig. Ja. Gut, dann gratuliere ich herzlich und schönen Gruß an deine Freundin. Ja. Und alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Malte Imels. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1Live, auch in der freien Themennacht. Und im Radio und Fernsehen sind wir wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Auch wieder 1 Uhr im Radio und im Fernsehen. Unsere E-Mail-Adresse nochmal, domian@wdr.de, die Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 und der Hinweis, ab 0 Uhr könnt ihr uns immer erreichen per Telefon. Das ist immer eine ganz günstige Zeit, 1 Stunde vor der Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Tschüss.